Willkommen beim neuen Video von Carpokalypse. In dieser kleinen Videoreihe, die jetzt beginnt, wollen wir euch das Winterangeln ein bisschen näher bringen. Es ist zwar kalt draußen, auf der Couch ist zwar gemütlicher, aber wie wir das Ganze anstellen, was wir dazu alles brauchen, seht ihr nach dem Intro. Wie eben schon kurz im Intro erwähnt, das wird eine kleine Winterangelserie. Das wird sich auf 4-5 Teile, denke ich mal, hinaus belaufen. Der erste Teil wird jetzt das sein. Da zeigen wir euch alles so ein bisschen kleines Equipment, was so wichtig ist bei der Winterangelei, was wir so bei haben, um uns das Ganze ein bisschen gemütlicher am Wasser zu machen. Und ein paar kleine Tipps. Jeder handhabt es anders, so handhaben wir das von Carpokalypse. Also, ich fange einfach mal an. Was ich recht geil finde, was ich auch immer im Winter, gerade im Spätherbst und im Winter immer bei habe, ein Betcher-Cover. Ist wirklich aus meiner Angelei kaum noch wegzudenken. Für Angelei, gerade wenn ich ohne Bivi unterwegs bin und es regnet mal, das Ding schnell in der Nacht drüber geworfen übers Betcher und ihr liegt schön trocken und der Schlafsack lässt nicht gleich durch. Es hat auch nochmal eine gute isolierende Wirkung, gerade jetzt im Winter, wenn ich denn im Schlafsack liege und ich merke, es wird zu kalt oder ähnliches. Hol ich das Ding raus, spann's drüber und es ist eine schöne Sache. Gibt es von ganz, ganz verschiedenen Herstellern mit wirklich wasserabweisenden Materialien und die gar nicht mehr teuer sind heutzutage. Wirklich eine geile Nummer, ja. Das ist auf jeden Fall, das Ding begleitet mich hier schon. Dieses von, was ist das, Evo Cover Ventec Material. Das habe ich schon, bestimmt schon 15 Jahre das Teil und ist kein Vergang dran. Ist drin auch schön fluschig. Und das Schöne ist, ihr könnt es auch mal für den Sommer nehmen. Wenn es zu warm ist, Schlafsack weglassen, Bettchercover drüber, einmal frei. Machen wir hier zu. Was haben wir noch alles dabei? Wo wir gerade bei Wärme sind, was auch immer wirklich cool ist, wirklich sich dick anzuziehen, gerade beim Schlafen. Ja. Ich schlafe sonst immer gerne einfach nur in Shorts, was natürlich im Winter unpraktisch ist, wenn du dann bei unter 0 Grad raus musst und in Shorts da draußen rumklapperst. Macht keinen Spaß. Da habe ich ja einfach, gibt es auch von ganz vielen verschiedenen Herstellern, einfach so ein kleines Bivi-Anzug, so ein Bivi-Schlafanzug. Ja. Ist immer zweiteilig in der Regel, ist eine Hose, ist schön bequem, liegt ordentlich dicht an und könnte auch schön bequem drin schlafen, ohne dass es ungemütlich wird. Oberteil, Unterteil, könnt ihr gut mit schlafen. Das Ding ziehe ich immer an, bevor ich mich ins Bett lege im Winter und da habt ihr es wirklich bequem und könnt auch mal schnell in der Nacht raus, ohne dass euch gleich alle Gliedmaßen völlig abfrieren und euer bestes Stück komplett verschwindet. Das wollen wir auch nicht, ne? Geiles Teil eigentlich. So, wir sind immer noch bei Klamotten. Gerade im Winter hast du eine hohe Luftfeuchtigkeit, es regnet, ihr hört es jetzt auch gerade. Es regnet mal wieder, darum filmen wir die ganze Nummer jetzt im Bivi. Ich hätte jetzt auch lieber draußen gesessen, noch mal ein bisschen auf den See geschaut. Oh, es ist wirklich herrlich draußen. Die Jahreszeit ist einfach der Wahnsinn. Und So eine Trockensäcke sind dazu recht cool, finde ich recht geil, weil da könnt ihr euren Thermoanzug reinpacken. Hier habe ich jetzt auch nochmal meine dicke Hose und meine dicke Jacke drin, die kann man ordentlich zusammenpressen. Da haben wir ein cooles Video letztens erst drüber gemacht über einen schönen Wintersuit. Das verlinken wir jetzt hier oben mal rein in die Ecke, da seht ihr das Ding, könnt ihr es euch nochmal anschauen. Das Teil ist hier drin, ordentlich trocken verpackt, bekommt keine Luftfeuchtigkeit ab, keine Nässe, könnt ihr zur Not auch mal draußen stehen lassen. Echt eine coole Sache, diese Säcke, gerade für Klamotten trocken halten, gerade zu dieser Jahreszeit ist ganz wichtig. Wenn ihr euch dann mal umziehen müsst oder was Warmes, dann ist es schön, wenn die Klamotte auch trocken ist und hier drin bleibt die Klamotte trocken. Geile Teile, gibt es in verschiedensten Größen, das ist jetzt ein 30 Liter, die gibt es meistens in 3-4 verschiedenen Größen, top Teile eigentlich. Und was für mich ganz wichtig ist für die Winterangelei, ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, eine kleine Pussy, viele machen es nicht. Oder haben Angst oder ähnliches. Eine vernünftige Zeltheizung, das ist wirklich wichtig. Hier ist sie komplett in der Tasche ordentlich drin. Ich habe jetzt hier das Modell von Seven Oak. Kann ich sehr, sehr empfehlen, das Teil. Die ist wirklich wichtig, die ist wirklich das Beste, was es gibt im Winter. Da habt ihr es in eurem Bivi ordentlich warm und könnt euch auch wohlfühlen, weil die Jahreszeit ist jetzt halt einfach mal so, dass ihr halt viel im Zelt sitzt. Und da wollt ihr es ja auch gemütlich und bequem haben, wenn ihr einen kleinen Leseabend macht oder ähnliches, was ich sehr viel mache zu dieser Jahreszeit.
Habt ihr hier alles ordentlich in der Tasche drin. Aber auf die Zeltheizung gehe ich jetzt nicht allzu weit drauf ein. Die kommt dann in dem nächsten Teil. Ich denke mal, die wird im Teil 2 kommen. Da gehen wir direkt auf Zeltheizung ein. Warum machen wir die wieder zu? Und die müssen wir jetzt erstmal eigentlich anmachen. Langsam wird es auch kalt hier drin. Und was ich ganz wichtig finde im Winter, ist eigentlich bei jeder Jahreszeit wichtig, aber im Winter besonders wichtig, ein vernünftiger Kocher, der ordentlich läuft und auch ordentlich Leistung und Druck hat. Da habe ich jetzt das Modell von Coleman, das ist ein benzinbetriebener Kocher. Flüssigbenzin drin, könnt ihr ganz normales Benzin aus der Tanke reinhauen. Ich nehme immer ein gereinigtes, hole mir das direkt von Coleman oder von Primus, diesen gereinigten Sprit, fülle es einfach rein. Macht Druck drauf und das Ding hat auch bei minus 10 Grad noch ordentlich Druck, der Kocher, und könnt ihr euren Tee oder euer Wasser für eure Thermoflasche, Heizkissen ordentlich auffüllen und heiß machen. Geiles Teil. Ich würde sagen, wir stecken das jetzt einfach mal an und ich gönne mir jetzt erstmal einen schönen warmen Tee, weil ihr seht es ja selber, wir haben schon ordentlich kalt und die Nacht soll richtig kalt werden. Mal schauen, was so noch geht. Trotzdem, Routen liegen schon und ich bin total aufgeregt. Die ersten Pieper kamen auch schon. Ich fische gerade Slackline, daher hat man sowieso ein bisschen mehr Pieper. Oh naja. Davon wollen wir ja nicht reden. Das gibt es in der nächsten Part, würde ich sagen. So, wir machen jetzt erstmal einen Kocher an und machen uns einen schönen Tee, würde ich sagen. Teekessel gibt es wirklich von verschiedensten Herstellern. Gibt es richtig coole Dinger mittlerweile. Das ist mein ganz alter Oldschool-Teekessel, den ich schon 20 Jahre habe. Noch von Pelzer Bates. Top-Ding eigentlich gewesen. Und ist immer noch gut. Und der funktioniert, würde ich sagen. Kleines, schnuckliges Teil, wo ihr Teewasser drin heiß machen könnt. Oder das Wasser halt für die Wärmflasche. Oder halt mal eine 5-Minuten-Terrine. Geht hier drin auch mal ganz gut. Wasserkanister habe ich immer bei. Gibt es in verschiedensten Varianten. Und ja, auch von verschiedensten Herstellern. Auch von mittlerweile von guten Angelherstellern. Das ist ein ganz alter noch. Und den nehme ich gerne 5 Liter. Mehr brauche ich eigentlich auch mal nicht bei. So, den fülle ich jetzt ein bisschen voller. Weil ich mir auch gleich einen Tee und meine Wärmflasche warm machen möchte. Eine Wärmflasche. Richtig, richtig nice. Kennt jeder noch aus Großmutters Tagen. Hat so die letzten Jahre eigentlich wieder eine Karpfenangelszene so sich zurückerobert. Ich finde sie richtig cool. Ich mag das Ding total dolle. Ordentlich mit heißem Wasser befüllen und einen reinen Schlafsack. Und ihr habt es wirklich mulle, mulle warm. Geile Nummer. Richtig toll. Einfache Sache. Kostet nicht viel. Gibt es aus dem Angelbereich. Hier gibt es aber auch in jeder anderen Drogerie aus Gummi. Hier ist ein Gummiding drin. Wir befüllen die einfach mal, würde ich sagen. So, nochmal eins kurz für den Coleman-Kocher. Benzin, ihr habt hier einen Benzintank unten drin. Da pumpt er ein bisschen Druck drauf. Viele kennen das Modell schon. Der Vorteil ist, oh, jetzt schwappt das hier ein bisschen, muss ich mal runternehmen. Der Vorteil ist halt, wenn ihr das gereinigte Benzin nehmt, was ich halt nur nehme, ihr habt halt länger was von. Die Düsen verrußen nicht, verkleben nicht. Und von daher, ich habe das Teil jetzt hier 12 Jahre, diesen Kocher. Und der leistet mir 12 Jahre lang treue Dienste, ohne dass ich da mal eine Düse wechseln musste oder ähnliches. Was aber auch kein Problem ist, was alles möglich ist. Wenn irgendwas ist, man bekommt die Ersatzteile, man kann sie ganz einfach wechseln. Das geht ganz gut. Aufdrehen und anmachen und schon. Ruß der und brennt. Auch bei diesen kalten Temperaturen hat er ordentlich Druck und Feuer. Geiles Teil eigentlich. Ja, und in der Zeit rödelt. Hole ich mir jetzt meine Teetasse und bereite das schon mal vor. Teetasse ist da. Da haben wir hier eine ganz normale Emaille-Tasse. Die bekommt ihr übrigens bei uns, bei Carpocalypse, diese Emaille-Tassen. Sehr robust, sehr cool, die Teile. Funktionieren optimal. Was ich immer gerne mache, mein Zucker und sowas in so eine kleine Lock-and-Lock-Dosen rein. Dadurch verklumpt er nicht. Und gerade bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit ist das wichtig. Mein Tee mache ich genauso in so eine kleine Lock-and-Lock-Dosen rein. Packe ich mir auf 5-6 Beutel ab und dann reicht das aus. Muss ein bisschen, der braucht ein bisschen Luft. Ja,
und heute gibt's heiße Liebe. Den mag ich besonders gerne, den Tee übrigens. Wasser kocht jetzt und mit diesen Kohlen geht das echt wirklich super, super schnell. Der Kessel war voll und das Wasser braucht echt keine 5 Minuten, bis es kocht. Herrlich. Den können wir jetzt ausmachen. Der seht ja selber, was der für Feuer hat, auch bei diesen kalten Temperaturen. Damit kriegt ihr eure Suppe gekocht. Da könnt ihr auch zur Not bei der Temperatur, obwohl es sinnlos ist, Tier und Nüsse kochen. Das Ding ist echt geil, gerade im Sommer. Ich nutze nur diesen Kocher nur noch. Und das Schöne ist, dass er wirklich in so einer kleinen handlichen Box drin ist. Lasst er kurz abkühlen, das Ding drauf. Und er ist ordentlich verpackt, hat ein gutes Packmaß. Ist ein geiles Teil. So, Wasser schön rein in unseren Tee. Und der zieht jetzt kurz. Und das restliche Wasser nehme ich für unsere Wärmflasche. So, das reicht schon. Oh, sieht das einfach, wie das rausdampft hier. Deckel immer und den Stopsen richtig dicht verschrauben. Ganz wichtig, aber ich denke mal, das ist da draußen jeden klar. Weil ihr wollt ja einen warmen Schlafsack haben und keinen nassen Schlafsack. Und so einen Klettverschluss versiegelt hier. Immer ordentlich zumachen, weil sonst habt ihr da das ganze Vlies dran zu kleben. Und die wird jetzt schon richtig schön kuschelig warm. Ich mag das halt dadurch, dass sie mit so Neoprenmaterial ist, die Wärmflasche. Wird die wirklich richtig schön warm und hält auch die Wärme relativ lange. Ja. Also die packe ich mir jetzt unten in den Schlafsack rein. Und der ist jetzt fit dafür, für die Nacht. Und macht meinen Schlafsack jetzt schon schön warm. Ich mache mir jetzt auch die Zelte jetzt ran. Hol mir ein schönes Buch raus und lass den Abend einfach ausklingen, würde ich sagen. Das waren jetzt eigentlich schon die wichtigsten Sachen, die für mich im Winter wichtig sind. Kleidung, mehrere dünne Sachen lieber anziehen als nur eine dicke Jacke. Das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt hier einen Thermosleeve drunter. Das hält mich eigentlich relativ gut warm. Von daher halte ich es auch mit dem Pullover gerade noch aus. Das war jetzt der erste Teil für unsere Winterangelei. Das Zeug, was wir so ein bisschen mit haben, was wir so brauchen, um uns am Gewässer ein bisschen gemütlich zu machen. Ja. Viele haben es natürlich auch das ganze Jahr lang über mit, aber eine Wärmflasche und eine Heizung habe ich halt wirklich nur zu dieser Jahreszeit dabei. Ne. Und der nächste Teil habe ich ja schon ein bisschen vorgespoilert, eben, wo ich die Heizung in der Hand hatte, wird direkt über Zeltheizung sein. Das wird der nächste Teil, Teil 2 sein. Und dann geht es in den nächsten Teilen nochmal oder in den nächsten Teilen um Location, Gewässerlocation, Platzsuche im Winter. Futtervarianten im Winter, was wir dort anwenden, um eventuell zum Erfolg zu kommen. Und ich hoffe, euch hat das kleine kurze Video gefallen über die kalte Winterangelei, die jetzt langsam beginnt. Und in dem Sinne, ciao, Olli von Capocalypse.